Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres U-Talks, dem Unternehmer-Talk. Und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute den Chef der Jungen Union zu Gast, Tilman Kuban. Wir haben ja jetzt in der jetzigen Situation wirklich gesehen, dass auch der Digital-Turbo gezündet wurde. Wir haben auch gesehen, wie wertvoll das Thema Digitalisierung ist, auch im Bereich der Bildung, im Bereich der Schule. Wie siehst du denn das? Müssen wir im Bereich der Bildung in Zukunft auch mehr investieren? Ja, also definitiv. Wir haben ja den Digitalpakt Schule, wo 5 Milliarden zur Verfügung gestellt worden sind. Wir werden uns auch als Junge Union intensiv im zweiten Halbjahr mit dem Thema digitale Bildung und Ausbildung und Weiterbildung beschäftigen, weil das eins der Kernthemen ist, die wir jetzt, glaube ich, gelernt haben sollten. Und es muss einfach auch einen klaren Plan geben. Aus meiner Sicht gibt es da 3-4 Punkte in der Schule auch. Zum einen geht es um die Infrastruktur. Häufig liegt sozusagen Glasfaser oder Glasfasernetz an den Gebäuden, aber es wird nicht in die Gebäude getragen. Es gibt in den Schulen immer noch Lehrer, die meinen, dass das Handy eigentlich aus dem Unterricht Verband gehört, anstatt richtig eingebunden zu werden. Und man muss dort, glaube ich, auch klar und deutlich machen, dass das am Ende Chefsache ist, der Schulleitung, dieses Thema anzugehen. Und ich persönlich bin auch nicht abgeneigt, mal darüber zu diskutieren, ob man nicht auch eine Weiterbildungspflicht für Lehrer bräuchte. An dieser Stelle braucht es halt, leben wir einfach in einer Zeit, in der das Innovationstempo so schnell ist und in dem wir so rasant vorangehen, dass wir dort, woran es allerdings auch, und das gehört zur ganzen Wahrheit auch dazu, erstmal vernünftige, gute Weiterbildungsangebote braucht und anschließend dann aber auch den klaren Willen und den Wunsch, genau das umzusetzen und nicht nur die Schublade aufzumachen und das rauszuholen, was man die ganzen letzten Jahre mal so gemacht hat. Ja, also da sind wir weiterhin dann auch an eurer Seite, weil wir kämpfen ja, junge Unternehmer kämpfen für Generationengerechtigkeit und da lassen wir auch nicht locker. Und ich denke, da müssen wir einfach als junge Generation auch laut sein und auf uns aufmerksam machen, weil, wie du es gesagt hast, die größte Wählergruppe ist einfach, ja, die ältere Generation, ich weiß nicht, 65 plus, 55 plus oder 55, da hört man natürlich dann schon stärker drauf und deswegen ist so wichtig, dass wir da weiter auch gemeinsam für kämpfen. Mal zu einem anderen Thema zu kommen, und zwar, wir merken ja gerade in der aktuellen Krise auch, dass ja natürlich die Frage aufkommt, ja, wer soll das denn am Ende alles bezahlen? Ja, also da werden ja die Schreie wieder von Seiten SPD, Grüne, wieder lauter in Richtung Reichensteuer, Vermögensteuer, Lastenausgleich, wird ja jetzt auch sehr gerne verwendet, der Begriff. Und da kommen alle linken Ideen wieder aus der Mottenkiste, werden wieder rausgekramt und was mich da einfach an der Stelle auch mal interessieren würde, ist denn eine Vermögensteuer oder auch das Thema Lastenausgleich, ist es denn mit der CDU zu machen? Weil ich meine, die CDU hat ja schon das ein oder andere Mal eingeknickt, wenn es in die Verhandlungen mit der SPD ging. Also ich verspüre innerhalb der Union, ich weiß, dass ich mich damit vielleicht auch nicht nur beliebt mache in der Runde, aber ich sage es trotzdem, durchaus eine Bereitschaft dafür, auch darüber zu sprechen, dass man diejenigen, die besonders hohe Privateinkommen haben, also beispielsweise Leute, die persönlich über 250.000 Euro privat verdienen, dass man bei denjenigen auch darüber sprechen kann, ob sie nicht auch stärker steuerlich belastet werden könnten. Was allerdings nicht sein kann, und das ist eine rote Linie für die Union, ist, dass wir das gleichzeitig auf Personengesellschaften beziehen. Und dass wir eben dann auch am Ende genau den deutschen Mittelstand, den wir brauchen, somit quasi, wenn es jetzt darum geht, nach der Krise wieder hochzufahren, eindeutig stärker belasten würden als andere. Das wird es mit der Union auf gar keinen Fall geben und da steht die Union auch sehr, sehr klar. Was die Privatvermögen angeht, gibt es durchaus auch Ideen und Überlegungen,
Da will ich auch nicht ausschließen, dass die Union da gegebenenfalls auch Schritte macht, zu sagen, okay, man muss bei denjenigen, die wirklich als Privatperson sehr, sehr viel Geld verdienen, nicht das Vermögen besteuern, aber zumindest sozusagen die Verdienste, die sie monatlich oder jährlich haben, stärker besteuern. Da gibt es durchaus auch Überlegungen, die auch innerhalb der Union reifen, würde ich sagen. Wir haben ja hier auch ja, die Möglichkeit, dass unsere Mitglieder Fragen stellen und da kommt dann direkt hier Jetzt auch die geht's los, Frage rein. ne? Alles definitiv keine vermögensabhängige Steuer? Fragezeichen. Also eine Besteuerung der Vermögen, ja? Ja. Ja, okay, nein, also das kann ich mir nicht vorstellen, sondern wenn, dann geht es um, wenn, dann geht es sozusagen um die Einkommenssteuer. Jetzt gerade hier, ich gucke gerade die Fragen durch. Das Thema, wechseln wir mal zum Thema Kinderbetreuung und Eltern in der Krise, der Hashtag, der ja sich auch auf allen sozialen Medien schon platziert hat. Es ist ja immer noch ungeklärt für viele auch unserer Mitarbeiter, wann die Kinder wieder in die Betreuung können, also vor allem die betreuungsintensiven Kinder, die kleinen Kinder in die Kitas. Und da wurde ja bis dato jetzt noch nicht wirklich ein Konzept entwickelt. Man hat noch keine Orientierung. Wie erklärst du denn dir diese Haltung? Man muss dort, glaube ich, zu Lösungen kommen, die vielleicht auch eine gewisse Kreativität haben. Also, dass man am Ende auch überlegt und sagt, vielleicht kann ich dann am Anfang mein Kind auch erstmal nur zeitweise abgeben, wo ich ansonsten das Kind für 5 Stunden oder 6 Stunden abgegeben hätte, kann ich dann vielleicht erstmal nur eine 3 Stunden Betreuung bekommen. Das wird dann am Anfang vielleicht auch die Realität sein, weil die großen Gruppen so schnell nicht eingeführt werden können und so viel zusätzliche Erzieher haben wir auch nicht. Das ist auch eine Lehre aus der Krise, dass wir vielleicht dann durchaus mal wieder ein bisschen mehr wertzuschätzen wissen, was unsere Erzieherinnen und Erzieher, aber auch unsere Lehrer in den Grundschulen beispielsweise momentan alles oder was die so zu leisten haben tagtäglich, wenn wir jetzt erleben, was Betreuungsarbeit und Homeschooling heißt. Lieber Tillmann, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Energie für deine nächsten Gespräche und noch einen schönen Abend und bis bald. Danke, ciao.